Hey Spyro, ich habe gerade meine Baby-Mantarochenfarm inspiziert. Da haben diese blöden Riptox alle verjagt. Versuchen wir doch mal um die Wette, wer mehr wieder einfangen kann. Ey, ich freue mich. Damit heiße ich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spyro. Baby-Mantarochen einfangen? Ja. Ich hätte mal fragen sollen, wie man die einfängt. Ach so, man hat so ein Netz. So, einen habe ich schon mal. Nein. So, einen zweiten. Nein, das hat nicht funktioniert. Braucht immer nur so voll lange zum Aufladen, finde ich. So, einen vierten. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Kristalljagd. Auf jeden Fall auch Leben verlieren, fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich durch diese kleinen Tintenfische, die da waren. Das habe ich jetzt nicht erwischt. So, da. So. Haben wir alle? Mann, oh Mann, du hast alle rechtzeitig eingefangen. Jetzt sind sie wieder sicher. Jetzt gibt es bestimmt noch ein Rennen. Auf dem Mantarochen. Du hast Krishnamurti gefangen! Oh Gott, was ist das für ein Name? Möchtest du sie nochmal einfangen? Ich weiß nicht, krieg ich eine Libelle? Ich versuch's einfach, weil so schwer war das jetzt nicht. Aber das klang jetzt auch nicht danach, als würde es jetzt anziehen vom Schwierigkeitsgrad her. Und als würde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen schlimmeren Konkurrenten haben. Obwohl, das wirkt auch noch nicht so, wie bei den mit diesen komischen Kristallen-Dingens da fangen. Möchtest du sie nochmal einfangen? Nee, nein, definitiv nicht. Okay, vielleicht. Vielleicht kann ich sie beruhigen, bis du wieder da bist. Sie scheinen meinen Gesang zu mögen. Genau. Genau, Jäger. Sie mögen deinen Gesang. Okay, das war jetzt nichts Weltbewegendes. Ich habe hier ganz andere Dinge noch im Kopf. Ha, ich muss auch gleich mal im Atlas gucken, wie viele Libellen uns jetzt noch fehlen hier. Und vor allem, wie viele Edelsteine. Da muss ich mal überlegen, wo die nochmal waren. Klassiker wäre ja im Wasser, ne? Dass ich da nicht genau geguckt habe. So. Gucken wir mal. Eine Libelle fehlt uns noch. Und 12 Edelsteine. Ja, jetzt leuchten die auf. Ich habe noch was gefunden. 10. Wow. Ich musste durch die Tore schwimmen, dann kamen die. Dann sind die aufgeleuchtet und alles. Ich fand es halt so seltsam, dass die einen leuchten und die anderen nicht. Jetzt fehlen mir aber trotzdem noch 2. Entweder sind es 2 rote oder ein grünes. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Alles gefühlt 5000 Mal schon abgelaufen. Da! Da! Oh mein Gott! Ich hab alle Kristalle. Wow! Lass das doch mal! Lass mich doch mal kurz freuen! Ich hab alle Kristalle. Oh, jetzt fehlt mir bloß noch die eine Libelle. Aber danach kann man auch leicht suchen. Leichter zu suchen
welche Libellen, also über was für eine Aufgabe man diese bekommt, anstatt nach wo fehlen mir jetzt noch die Edelsteine, ne? So, gucken wir mal. Es ist so schön, es ist so schön. Ich wollte nur gucken, welche Libelle mir fehlt, ne? Hab halt im Internet eine Übersicht gefunden von den Titeln her, ne? Damit es mir halt so einen Hinweis gibt dann. Ist auch ganz praktisch, dass nicht direkt beschrieben wird, hey, da und da findest du die. Mir fehlt noch eine unter dem Titel Schweinchen Pete. Ich glaube, der hat mir zum Schluss nicht die Libelle gegeben. Vielleicht muss ich den auch nochmal ansprechen, das kann natürlich sein. Den einfach noch mal ansprechen musste. Das war doch genau hier durch. Stimmt, ich schneide das jetzt gerade nicht. Mir reicht schon, dass ich durch eine Tastenkombination, als ich im Atlas war, einfach mal wieder im Drachenreich gelandet bin. War super. Schweinchen Piep, wo bist du? Du bist irgendwo noch, ne? Ich wollte dich nochmal tauchen. So, ich putze dich. Kletter hoch. Ich weiß jetzt auch nicht durch die ganze Sucherei, wie lang diese Folge überhaupt geworden ist. Ich bin gerade bei 22 Minuten Aufnahme. Bist du Schweinchen Piet? Hol mich hier raus! Nee, Chili. Hallo? Hä? Was? Oh, toll. Sieh mal an. Ich Dummerchen. Danke für die Rettung. Ach so, jetzt hab ich doch... Okay. Du hast Dill gefangen. Ich hätte einfach wahrscheinlich ein Schweinchen nur ansprechen müssen, ne? Okay, jetzt habe ich das Level geschafft. Gut, wir müssen nicht mehr hierher. Hi, Spyro. Weltraum-Riptox sind hier aufgetaucht und haben die Farm nach Libellen durchgeflügt. Weil sie keine gefunden haben, haben sie die Kühe geklaut und in die große Scheune gesperrt. Ich habe Angst, dass ich als Nächster dran bin. Keine Sorge, ich helfe dir. Wirklich? Danke. Du musst nur zurückgehen, die große rote Scheune aufschließen und die Kühe retten. Ja, und damit natürlich ein Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spyro and the Dragonfly. Ja, wir haben unsere Aufgabe hier. Kühe retten. Vor so ganz bösen Weltraumkryptos. Oh Gott, ich hab vergessen, dass sie so Laser machen. Und ich renne mitten rein. So. Ich nehme mal an, die Welt hat wieder so 700 bis 900 Edelsteine. Jetzt... Daher haben wir gut was zum Sammeln. Also die hätten wir auch umstoßen können, das sind so kleinere. Und die ganz großen Dinos, die dann halt den Laserstrahl auf den Boden machen. Ich glaube, die machen Piu Piu direkt auf uns. Meine ich zumindest. Das hört sich immer furchtbar an hier. Als wäre irgendeine Plattform direkt bei uns. Naja. So. Die Körbe hier. Gucken wir mal, wohin uns der Weg hier führt. Ach, guck mal. Das kann ich jedenfalls so nicht öffnen. Oh, da ist schon mal eine Scheune. Eine Scheunentür. So, dann gehe ich hier unten hin. Braucht man keine Angst haben, was es irgendwie was ist, wo man nicht hin kann. Gift oder sowas. Nee, das ist einfach nur, damit es mysteriös aussieht. Jetzt. Ich hasse diese Libellen, die abhauen. Und lieber die. Nee. Kriegst mich nicht. Blubberblasen sind mega effektiv, muss ich mal sagen. Ja, endlich. Du hast Akira gefangen. Wir haben mittlerweile auch genug, um das, was der Bär da, also diesen Strudel da zu aktivieren.
Das wird dann nach dieser Welt auch die nächste Welt sein, die wir in Angriff nehmen werden. Falls wir nicht den Eis... Doch, doch. Selbst wenn wir den Eisatem vorher noch finden sollten, die Rune dafür. Selbst dann gehe ich als erstes zum Teddy. Weil das Tor mit dem Eisschloss ist halt direkt dahinter. Und dann ist das so, ja, erledigt, so mitten auf dem Weg. Das ist dann halt ganz praktisch. Ist hier noch was? Nein. Mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas drüber sehen habe. Aber scheinbar nicht. Oh, doch, hab ich. Jauch. So, dann gehen wir mal hier rüber. Nein, noch nicht runter. Ich will noch den einen Edelstein mitnehmen. Oder hast du schon Sparks? Hat sie anscheinend schon gemacht, oder er? Ich glaube, ich der er, ne? Sparks ist, glaube ich, ein er. Ich wollte slalommäßig so rumlaufen. Hat ja gut geklappt, ne? Nein, ich wollte die eigentlich direkt auf Anhieb erwischen. Was denn so? Nicht so... funktioniert hatte. Die ihr überhaupt nicht gemerkt habt, natürlich. Weil ich habe das perfekt verschleiern können. So, den haben wir noch. Die Kiste. So schön, dass die diesmal direkt so mit aufgesammelt werden, im Grunde genommen. Ne? Ich habe das nicht so in Erinnerung in Teil 2, dass das so direkt... auch nicht entflammen. Das ist ja gemein. Wieder eine Libelle. Dich habe ich diesmal direkt gefangen. Mit Nick. Ich finde das auch so lustig, dass man im Endeffekt, wenn man so verschiedene Atemtypen hat, trotzdem meistens beim Feuer bleibt oder halt, aber ich muss mal kurz gucken, ob man hier durch kann. Ja, kann man, okay. Hier taucht auch nichts auf. Dass man halt beim Feueratem bleibt oder halt bei den Blubberblasen. Die Blubberblasen sind ja wenigstens noch dafür da, dass man halt, was fangen kann, ne? Hey, du bist doch Spyro, oder? Schön, dich kennenzulernen. Hast du meine Kühe gesehen? Nein, habe ich nicht. Muss ich Kühe zu dir bringen? Wo ich davon erzähle, dass man ja dies und das und jenes, also dass man hauptsächlich dann die Atemtypen benutzt, hat man hier natürlich etwas, was man mit Dings aktivieren kann. Aber ich dachte, das ist zeitgesteuert, wenn ich mich nicht erinnere. Aber ist ja auch gar kein Problem. Durchkommen wir nämlich hier rüber, sodass wir im Endeffekt halt auch hier dann weiterkommen. Weil das ist alles zu hoch. Da kommt Spyro nicht so gut hin. Noch einen kleinen Abstecher hier hin. Können wir auch super gut wieder zurück. Nur wenn wir runterfallen, dann müssen wir ein bisschen wieder weglaufen, aber... Mein Gott, sind wir von der Luau-Insel gewöhnt, ne? Hier hin, dann können wir hier weiter. Nochmal ein bisschen zappen. Oh, hier haben wir sogar eine Leiter. Die Gegner sind hier unten scheinbar keine. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts weiter übersehen. Aua! Das findest du lustig, ne? Das findet der Herr ganz, ganz doll lustig, weil ich mitten reingelaufen bin. Aber ich habe auch ehrlich gesagt ein Talent dafür. So, ich will mal was gerade gucken. Ach ja, hier ist ein Tor. Ah, mal gucken. Gehen wir direkt rein, ne? Wenn wir hier schon sind.
Ein paar Edelsteine haben wir schon gefunden. Fast 500 Stück. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich find's eh so lustig. Wenn man früher so ganz wenige hatte, so 100, 200, und jetzt sind es schon 700 bis 900. Wenn du alle Plattformen um den Turm aktivierst, indem du draufspringst, wird der Turm abgesenkt. Dann kannst du sie retten. Plattformaufgabe versuchen? Ja. Das war ein Heidenspaß, das weiß ich noch. Es war richtig, richtig spaßig. Die erste Dings ist doch gar nicht mal so schwer. Weil wir müssen einfach nur die hier aktivieren. So. Das schwebt jetzt mal hin und her. Kommt gleich zurück. Also die unteren, die bewegen sich halt wirklich nur nach rechts, links und wieder zurück. Die bewegen sich nicht im Kreis wie jetzt das obere. Ich muss nämlich dann auf die andere Plattform springen. Oh nein, ich wollte schon, los. So, Plattform, komm her. Dann kann ich den anderen Schalter betätigen. Das Problem einfach dabei ist, vielleicht mag es noch nicht mal mehr so schwer sein, wie ich es halt in Erinnerung habe. Aber ich bin immer so ungeduldig dabei. So. Jetzt haben wir... Da war eine Lücke. Also wirklich platt. Bla 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 bla. Und dann darf man wieder von vorne anfangen, oder? Ja, darf man. Hier wird jetzt sehr viel geschnitten, das sage ich euch. Weil ich glaube, ihr wollt nicht die ganze Zeit dabei sein, wie ich auf einer Plattform hin und her fahre, ne? Also wenn ich da jetzt irgendwo weiter oben halt drauf gehe. Das Nervige war halt wirklich, dass es halt jetzt so eine minimal kleine Lücke war, durch die ich jetzt gefallen bin. Und dass man dann halt einfach wieder von vorne anfangen muss. Dass halt die Ebene, die man dann geschafft hat, nicht abgespeichert wird, ne? Das ist halt... Ja. Ist halt fies. Aktivieren. Das ist nicht so sonderlich schwer. So, jetzt haben wir die nächste Ebene. Nein, 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 nein. Wow, fuck. Ah, Mann. Kurz die Kontrolle verloren und dann ist vorbei. Ich dachte nämlich gerade in dem Moment, hey, ich hätte ja einfach auf der zweiten Plattformreihe bleiben können, das dann halt einfach anzünden, ne? Also anbrutzeln. Einmal. Noch einmal. Noch eins. Kamera ist wunderbar. Die haben mich jetzt schon mal alle erwischt. Hey, ich kann schon in die Mitte. Gucken, wie ich das am besten mache, weil Kamera, ne? Kamera ist ja so super toll. So einmal. So, jetzt habe ich dir die Welle gerettet. Ich glaube, das gibt's noch mal komplizierter, oder? Ich meine, mich da was dran zu erinnern. Lila Drachen haben es echt drauf. Hier hast du eine Libelle, Sohn. Du hast Rikscha gefangen. Und? Plattformaufgabe versuchen? Nee, okay. Komm mal wieder. Nee, okay. Dann das klingt nicht nach einer weiteren Libelle. Irgendwie habe ich da aber was Komplizierteres wieder im Kopf gehabt. Ne? Aber vielleicht ist es auch einfach, weil ich jünger war, dass es für mich komplizierter dann rüberkam. Ne? Das Blöde ist halt bei dieser Plattformaufgabe, dass, wenn man halt runterfällt, halt direkt von vorne wieder anfangen kann. Das ist halt das Nervige dabei.
Aber gut, haben wir das doch schneller erledigt als erwartet. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich nur eine Libelle dort gab. So wie es klang jedenfalls, war dem auch so. Ach, guck mal, da oben ist noch eine. Ich hatte mich halt schon gewundert gehabt, warum ich hier hochklettern kann. Du hast Loro gefangen. Wenn ich doch einfach über die Brücke selber springen kann. Also das, ja. Ist da auch noch was? Nein. Da oben drauf ist nichts. So, einmal umdrehen. Und hoppidi hopp. Weg mit dir. Dich hatte ich noch nicht. Hätte ich sonst wieder gesucht, ne? Hey. Ich merke auch so langsam, ich kommentiere recht wenig mittlerweile, oder? So, manchmal habe ich so ein paar Momente. Das ist halt so, ja, ich kann halt nichts Großartiges zum Level sagen. Ihr seht es ja selber, ne? Wie das aufgebaut ist, halt farmermäßig. Ich bräuchte mal ein paar kleine Hühner. Das wäre nicht schlecht. Da sind Hühner. Perfekt. So. Friss dich satt, Sparks. Oh, guck mal, da sind Weltraumkühe. Hühnchen verspeisen. Wir haben ja hier auch noch nicht alles an Körben. Beziehungsweise Edelstein halt eingesammelt. Da unten sind auch noch mal Edelsteine. Ich gehe noch mal kurz runter. Ich kann wirklich entzünden. Kaputt machen. Okay. Vielleicht bringt das ja was. Muss ich mal bemerken. Weil die Scheune ist eh ziemlich am Anfang. Also ich glaube zumindest, dass es die Scheune ist. Und eigentlich war das bis jetzt immer so, dass man halt irgendwie sich dann im Kreis bewegen konnte. Oh nein. Genau in dem Moment fliegt die natürlich weg. Ich war auch noch nicht richtig positioniert, habe ich gemerkt. Oh, Menschens, genau. So. Dann höre ich eigentlich immer so ein komisches, ich sag mal, Huhn. Gegackere Gedöns. Als ob mich jetzt noch Weltraumhühner erwarten würden, ne? Habe ich jetzt alles? Gucken wir mal weiter, ne? Wir haben ja noch ein bisschen was hier vor uns. Und überall hört man so ein Glitzern immer, ne? Ganz komisch. Würde immer hier irgendwie was, weiß nicht, so unsichtbare Strudel herrschen, ne? Das ist vom Glitzergeräusch. So, dann haben wir hier noch Körbe. Bin ja mal gespannt, ob wir hier auf Anhieb alle finden, alle Edelsteine. Oder ob ich dann wieder verzweifelt herumlaufen darf. Einiges geben. Unten war ich auch noch nicht. Ich fällt mir gerade auf.
Oi. Viel zu sammeln. Sehr viel zu sammeln. Ich habe halt auch nicht geguckt vorab, wie es hier im Allgemeinen gibt. Ach, guck, da ist schon das Ziel. Da gehe ich noch nicht hin. Nee, ich möchte erst noch hier hin. Weil schließlich sind hier noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Dann ist da noch ein Powerpunkt. Und noch ein Gegner. So, mal gucken. Ah, Vogelscheuchen. Sind hier aufgetaucht. Kann ich das kaputt machen? Nein, kann ich nicht kaputt machen. Da. Also hier hat man echt ordentlich Zeit. Muss ich ja mal sagen. Und wenigstens kann ich wieder dieses... Oh, Spyro, du hast das geschafft. Guck mal, du hast ein Herausforderungsrohr gefangen. Oh, mir fällt auch gerade auf, die Folge ist schon lange vorbei. Ja, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Teil.